Ja, sorry. Genau, ja, ich habe vor ein paar Tagen ist mir irgendwie die Idee in den Kopf geschossen, dass Zero Knowledge Proofs eigentlich irgendwie spannend sind für irgendwas, was ich machen wollte. Und dann dachte ich, wie funktionieren die eigentlich? Und dann habe ich mir mal wieder diesen Wikipedia-Artikel durchgelesen und dachte, eigentlich ist das eine ganz coole kurze Stunde. Und deswegen lese ich euch jetzt kurz diesen Wikipedia-Artikel vor. Worum geht's? Erstmal als ein praktisches Beispiel, nicht als ein praktisches, sondern als ein nicht praktisches Beispiel, als ein abstraktes Beispiel, es geht darum, wie der Name schon sagt, ihr wollt etwas beweisen und ihr wollt irgendwie da so Zero Knowledge drin haben. Stellt euch, um das zu demonstrieren, stellt euch vor, ihr habt irgendwie so eine ringförmige Höhle, und da ist in der Mitte dieser Höhle ist so eine Tür hier, und diese Tür geht nur mit so einem magischen Wort auf. Peggy, also die, so wie in der Krypto das immer Alice und Bob sind, oder in der Verschlüsselung, sind das hier immer Peggy und Victor, für den Prover und den Verifier. Und Peggy möchte jetzt beweisen, dass sie das magische Wort kennt, aber sie möchte Victor dieses magische Wort nicht sagen. Und deswegen wollen die jetzt irgendwie einen Weg finden, wie sie ihm das beweisen kann, ohne dass sie ihm das Wort auch wirklich sagen muss. So, und da in diesem Beispiel ist, was also passiert ist, Victor wartet einfach kurz draußen, und Peggy wirft eine Münze und geht halt den einen oder den anderen Weg runter. Und dann kommt Victor rein und ruft in die Höhle rein. Also Victor wirft dann auch eine Münze und entscheidet sich auf Basis dieses Münzwurfs für einen dieser beiden Ausgänge und ruft in die Höhle rein, komm mal aus Ausgang A oder B raus. Da Peggy das geheime Wort weiß, kann sie das geheime Wort sagen und dann geht die Tür auf und dann kommen sie zu Ausgang A raus. Und offensichtlich, wenn sie das Wort weiß, dann kann sie zu einem beliebigen Ausgang rauskommen, weil sie ja einfach das Wort sagen kann und durch die Tür gehen kann. Aber wenn sie das Wort nicht weiß, dann hat sie halt eine 50% Chance, dass Victor gerade den Ausgang sagt, wo sie nicht steht, und da nicht rauskommen kann. Das heißt, wenn sie das jetzt einfach irgendwie, dann machen die das jetzt irgendwie so 10 Mal oder so und dann kann Victor sich ziemlich sicher sein, dass sie das Wort schon weiß, wenn die 10 Mal aus dem richtigen Ausgang rauskommt. Oder er wird sie halt irgendwann dabei erwischen, dass sie nicht aus dem richtigen Ausgang rauskommen kann. Und das ist so ein abstraktes Beispiel für, worum es bei Zero Knowledge Proofs geht. Ihr habt irgendwie so ein Thing und ihr wollt irgendwie beweisen, dass Thing wahr ist oder im spezifischen Fall, über den ich ein bisschen rede, ist, dass ihr Thing wisst. Aber ihr wollt keinerlei Kenntnis über das tatsächliche Thing an den Menschen, die mir das beweisen wollt, geben. So, und das ist jetzt das abstrakte Beispiel, aber die Sache, was mich halt irgendwie interessiert hat, war ja eher so, sind die jetzt eigentlich praktisch, diese Dinger? Ja, und die Antwort ist ja, und das Beispiel fand ich tatsächlich sehr nice und einfach zu erklären, und deswegen dachte ich, erkläre ich das. Und dafür brauchen wir so ein bisschen Präambel. Falls ihr irgendwann mal mein Diffie-Hellman-Vortrag vor 2 Jahren oder sowas gehört habt, dann wisst ihr das auch alles schon. Oder wenn ihr irgendwie eine Mathe gehört habt. Aber ich dachte, ich gebe euch einfach nochmal so einen Primer zu Gruppentheorie. So eine Gruppe ist halt einfach so eine mathematische Struktur, also so eine Menge, die irgendwie so Operation hat. Und die Operation, die sie hat, ist A, dass ihr könnt zwei Dinge miteinander verknüpfen. Also in der Mathe schreiben wir das meistens A mal B, aber die Konventionen gehen auseinander. Das heißt, wenn ihr zwei Gruppenelemente habt, könnt ihr daraus ein neues machen mit Hilfe eurer Verknüpfung. Denn existiert so eine Einheit, nennt sich das. Also es existiert ein spezifisches Element aus G, sodass E mal A gleich A mal E für alle A. Also wenn ihr damit multipliziert, macht das nichts, tut das nichts. Und es existieren Inverse. Das heißt, ihr könnt quasi, wenn ihr ein a habt, könnt ihr ein a hoch minus 1 finden, also ein a invers finden, sodass a mal a invers gleich, hier steht ein e, gleich e ist. Und dass das gleiche ist wie a hoch minus 1 mal a. Right? Also das ist einfach so eine Gruppe. Hat man schon mal gehört, wenn man so ein bisschen Mathe gemacht hat. Und irgendwie Beispiele dafür sind die ganzen Zahlen mit Addition oder die nicht-null rationalen Zahlen mit Multiplikation. Oder wenn ihr irgendwie ein Quadrat habt, die Abbildungen, die dieses Quadrat auf sich selbst abbilden, das ist eine Gruppe, weil ihr einfach zwei solche Abbildungen hintereinander ausführen könnt oder so. Ihr könnt euch einen Rubik's Cube angucken und irgendwie Rubik's Cube-Züge machen und die könnt ihr hintereinander ausführen und rückgängig machen, also es ist eine Gruppe. Oder ihr könnt nichts tun. Gruppen sind also überall.
Und uns interessieren hier jetzt erstmal nur endliche Gruppen, also Gruppen mit endlich vielen Elementen. Also so. Spezifisch interessieren uns tatsächlich endliche zyklische Gruppen. Was ist jetzt eine zyklische Gruppe? Naja, wenn ihr euch einfach irgendein Element aus eurer Gruppe G raussucht und dann schaut ihr euch alle Elemente an, die ihr erreichen könnt, indem ihr G oder das Inverse von G sukzessive immer wieder rein multipliziert, dann kriegt ihr eine neue Menge raus, irgendwie die Menge aller Elemente, Gruppenelemente, die ihr damit erreichen könnt. Und diese Menge nennt sich die von G generierte zyklische Gruppe, weil es stellt sich raus, diese Menge ist wieder eine Gruppe, weil wenn ihr zwei solche Elemente habt, irgendwie das eine ist G hoch I und das andere ist G hoch J, dann ist offensichtlich G hoch I plus J auch ein G hoch irgendeine ganze Zahl, weil I plus J ist eine ganze Zahl. Und deswegen ist das eine, diese Menge, die von G generierte zyklische Gruppe, ist halt wieder eine Gruppe. Und die ist endlich. Nein, die ist nicht endlich. Die ist endlich, wenn die Gruppe, mit der wir angefangen haben, endlich ist, ist die auch endlich. Und dadurch, dass die endlich ist, können wir jetzt also sagen, dass offensichtlich, wenn ich immer wieder G mit sich selbst multipliziere, da es nur endlich viele Elemente gibt, muss ich irgendwann mal wieder mich wiederholen. Irgendwann muss ich mal ein Element treffen, was ich schon mal getroffen habe. Ne? Weil es gibt halt nur endlich viele Elemente, die ich treffen kann, und es gibt unendlich viele ganze Zahlen. Ich kann unendlich oft G mit sich selbst multiplizieren. Und deswegen können wir auf jeden Fall so IJ finden, sodass G hoch I gleich G hoch J ist. Das heißt, wir wiederholen uns. Und die minimieren wir einfach für Eindeutigkeit und sowas, aber whatever. Und dann können wir, wenn wir jetzt einfach hier diese Zahl durch G hoch I dividieren, rausfinden, dass also G hoch J minus I ist gleich das Einheitselement. Indem wir einfach auf beiden Seiten hier mal g hoch minus i nehmen. N nennt sich dann, deswegen sind diese i und j minimal gewählt, n nennt sich dann die Ordnung von g. Also das heißt, es stellt sich raus, n ist einfach, ja, die Ordnung, oh, ich schon wieder ein Fehler, hier sollte eigentlich Klammer auf g, Klammer zustehen. Das ist die Menge dieser Teilgruppe, die Größe dieser Teilgruppe, die Anzahl an Elementen, die wir erreichen können. Das ist alles so ein bisschen handwavy, aber ihr müsst ungefähr verstanden haben, wenn ihr so eine endliche Gruppe habt, dann könnt ihr euch, also wenn ihr so, ja, dann könnt ihr euch irgendwie diese generierte Gruppe angucken, und dann ist es wieder eine Gruppe, und die ist zyklisch. Und zyklisch heißt eben, dass es eine Bijektion gibt, also sie ist strukturell äquivalent zu Z modulo NZ. Das heißt, dadurch, dass ihr also nur endlich viele Elemente habt und dadurch, dass wir bewiesen haben, dass G hoch N gleich E ist, ist das quasi so, es könnt ihr jedes Element in dieser Teilgruppe, in dieser generierten Subgruppe, könnt ihr euch einfach vorstellen als irgendein G hoch I, wobei I eine ganze Zahl ist. Und tatsächlich ist die Multiplikation in dieser Teilgruppe das gleiche, als wenn ihr die Exponenten addiert. Und ihr rappt nach n immer rum. Also sobald ihr n erreicht habt, geht ihr wieder auf 0 zurück, weil g hoch n ist e, ist die Einheit. Ne? Und das heißt, g ist mathematisch gesehen jetzt erstmal strukturell gar nichts anderes als z modulo nz, wenn es halt so eine generierte endliche Gruppe ist. Jetzt stellt sich aber raus, das ist zwar mathematisch, sind die zwar äquivalent, aber während es einfach ist, für viele Gruppen, für die meisten Gruppen, für die Gruppen, die uns interessieren, ist es einfach auszurechnen, was g hoch n ist, für alle n, für irgendeinen so Generator. Aber die Umkehrabbildung ist nicht unbedingt einfach. Also es ist nicht unbedingt einfach, rauszufinden, zu einer gegebenen Gruppe, was ist eigentlich der Exponent, der dazu gehört. Und das rauszufinden nennt sich eben der diskrete Logarithmus. Und den schreiben wir so log g zur Basis g, weil, naja, der gibt euch zu einem gegebenen Gruppenelement die ganze Zahl, die ihr braucht, um g hoch i zu nehmen, um dieses Gruppenelement zu erreichen. Und uns interessieren specifically Gruppen, für die der diskrete Logarithmus schwer zu berechnen ist. Das heißt, uns interessieren spezifisch solche Gruppen, bei denen wir einfach exponentieren können, bei denen es aber, soweit wir das wissen, sehr schwer ist, das Inverse davon zu berechnen, also diesen diskreten Logarithmus zu berechnen. Also es ist einfach zu sagen, ich habe eine natürliche Zahl und ich möchte wissen, was ist g hoch diese Zahl, aber es ist schwer zu sagen, ich habe ein gegebenes Gruppenelement, gib mir mal bitte eine ganze Zahl, sodass g hoch i diese Zahl, dieses Gruppenelement ist. Beispiele für so Gruppen, die man halt so kennt, sind so z modulo pz oder again,
ich und meine Dings, das ist eigentlich die Einheitengruppe. Ich glaube, ich habe so viele Fehler gemacht. Das ist eigentlich müssen wir irgendwie die multiplikatives Z modulo PZ nehmen und nicht additives. Elliptische Kurven. Und elliptische Kurven sind so immer das, was wir heute machen, wenn wir Krypto machen. Und wenn euch interessiert, was elliptische Kurven ist, dann schaut euch Tims Vortrag an vor 3 oder 4 Jahren. Ich habe das bisher noch nicht verstanden, nicht so wirklich. Anyway, so, und mit dieser Kenntnis über das diskrete Logarithmusproblem und wie das alles funktioniert und was diese Gruppen sind und so, können wir jetzt ein praktisches Beispiel, ein praktisches Protokoll für interaktive Zero-Knowledge-Proofs machen. Peggy möchte beweisen, in dem Fall ist der Fall, den sie beweisen will, ist, dass sie so eine spezifische ganze Zahl x kennt, so dass g hoch x y ist, wobei g halt so ein Generator ist, auf den wir uns vorher geeinigt haben, in einer so einer endlichen zyklischen Gruppe. Und das heißt, Peggy hat einfach so einen x und dieses x ist geheim und sie möchte quasi zeigen, sie veröffentlicht dieses y und sie möchte quasi beweisen können, dass sie eben den diskreten Logarithmus von y kennt. Und weil wir glauben, dass der diskrete Logarithmus auf unserer Gruppe schwer ist, kann sie nicht einfach ein y veröffentlichen. Also das kann halt nicht jeder. Du kannst nicht einfach das y nehmen und irgendwie das x daraus zurückberechnen, sondern das ist schon special. Du musst halt schon das x vorher gewählt haben und daraus das y berechnet haben, damit du das kannst, mehr oder weniger. Sie möchte das also beweisen, dass sie so einen x kennt. Victor, der Verifier, der möchte das verifizieren, dass sie das kennt. Und das Protokoll, was die machen, ist, Peggy wählt so eine zufällige ganze Zahl R aus. Ne? Also sie wirft einfach ihren Zufallsgenerator an und dann kommt da so eine ganze Zahl zwischen 0 und n raus. Dann berechnet sie g hoch diesen Zufallswert und das nennt sich der Commitment Value, deswegen c, und schickt den Victor. Und da ist einfach der wichtige Punkt ist, naja, jetzt hat sie Victor dieses C geschickt, jetzt kann sie da nichts mehr dran machen. Jetzt weiß Victor, so, wenn sie da jetzt, das ist jetzt fix. Sie ist committed auf dieses C. Aber Victor kann halt das eher nicht daraus zurückrechnen, sondern halt, er hat halt nur das C. So, und dann, so wie in der Alibaba-Höhle, wirft Victor eine Münze. Entweder sagt er zu Peggy, hey, gib mir mal bitte R, den Zufallswert, den du berechnet hast. Und wenn Peggy ihm den Wert gibt, das R, kann er einfach ausrechnen, oh, dann rechne ich jetzt selbst mal G hoch R aus und schaue nach, dass der Commitment Value, den sie mir geschickt hat, auch wirklich übereinstimmt mit dem. Und wenn ja, dann hat sie den Test bestanden, hervorragend. Alternativ fordert er sie auf, ihm R plus x zu schicken, und wie gesagt, x ist dieser geheime Wert, modulo n, und berechnet dann c mal y, und jetzt kann man das alles ausmultiplizieren, c ist g hoch r, y ist g hoch x, und wenn wir das jetzt multiplizieren, haben wir g hoch r mal g hoch x ist gleich g hoch r plus x, und Victor kann ja jetzt mit diesem r plus x mod n, was er bekommen hat, kann er jetzt selbst g hoch r plus x mod n ausrechnen, also g hoch s ausrechnen. Und weil die Gruppe zyklisch der Ordnung n ist und also nach n-Multiplikation sich das immer wieder rumwrappt, müssen diese beiden Werte letzten Endes gleich sein. Und wenn die das sind, dann sagt Victor, großartig, du hast den Test bestanden. So, dann machen die das oft. So oft, wie Victor halt will, dass er sich sicher ist. So. Nach diesem Test glaubt Victor so, ja, die Chance, Peggy könnte ja auch einfach quasi so eine random Zahl generiert haben und ihm geschickt haben und dann hat er zufälligerweise halt Kopf gewürfelt und dann weiß sie den Wert zufällig, aber die Chance ist halt so 50% und deswegen ist er sich so nach einem Durchgang so 50% sicher, dass Peggy das weiß und dann macht er das einfach 100 Mal und dann ist er sich ist die Chance, dass Peggy, wenn sie alle 100 Tests bestanden hat, dass Peggy den Wert nicht weiß, so 1 zu 2 hoch 100 und das ist Heat Death of the Universe unlikely und dann ist er sich also sicher. Jetzt gibt es 3 Eigenschaften von Zero Knowledge Proofs, die uns interessieren. Das eine ist Completeness. Completeness bedeutet, if the statement is true, an honest verifier, das ist auf Englisch, weil ich es copy-pasted habe, if the statement is true, an honest verifier will be convinced of this fact by an honest prover. Das bedeutet in unserem Beispiel, naja,
worum es einfach geht, ist, wenn alle sich sinnvoll verhalten und wenn niemand lügt, dann funktioniert dieses Protokoll und dann kommen da die richtigen Werte raus. Und das haben wir jetzt quasi verifiziert, indem ich euch quasi vorgerechnet habe, wie sich diese ganzen Multiplikationen ausdröseln. Soundness, das ist jetzt der wichtige Punkt für... dass Victor ihr auch wirklich glaubt. If the statement is false, also wenn die Aussage falsch ist, die man beweisen will, no cheating prover can convince an honest verifier that it is true, except with negligible probability. Die negligible probability ist so ein Krypto-Ding. Das ist dieses, wir machen das jetzt einfach so oft, bis die Wahrscheinlichkeit dir klein genug ist, dass du dich sicher fühlst. Das heißt, soundness bedeutet, Peggy kann nicht schummeln. So, und in unserem Beispiel kann Peggy nicht schummeln, weil Peggy sendet ihm halt zuerst das C, ohne die Frage zu kennen, die Victor ihr stellen wird, gleich. Und um die Frage nach R beantworten zu können, bräuchte sie halt den diskreten Logarithmus von C, weil so ist C quasi definiert. C muss, also wenn er nach R fragt, dann erwartet er halt, gib mir mal eine Zahl, die, wenn ich G hoch diese Zahl nehme, dass da C rauskommt. Um diese Frage also beantworten zu können, muss sie den diskreten Logarithmus von C kennen. Um die Frage nach x plus r beantworten zu können, muss sie den diskreten Logarithmus von c mal y kennen. Wenn sie beides weiß, dann weiß sie x. Wenn wir davon ausgehen, dass der diskrete Logarithmus nicht berechenbar ist, ist dadurch durch dieses Commitment-Scheme, dass wir erst committen und dass sie dann beide Fragen potenziell beantworten können muss, um nicht rausgefunden zu werden, können wir quasi garantieren, dass sie beides wissen muss und im Wesentlichen der einzige Weg, beides zu wissen, ist, x zu wissen. Weil wenn du r weißt und x plus r weißt, dann subträgst du das eine von dem anderen und hast x. Das heißt, solange wir glauben, der diskrete Logarithmus ist schwer, kann Peggy hier nicht schummeln in unserem Protokoll. Und der ist zero knowledge, bedeutet, if the statement is true, no verifier learns anything other than the fact that the statement is true. Das heißt, Victor soll jetzt nicht irgendwelche Zusatzinformationen aus diesem Ding rausbekommen, außer, ja, Peggy weiß tatsächlich dieses X. Und in diesem Fall können wir sagen, dass dieses Protokoll zero knowledge ist, weil Victor erfährt in jeder Runde, ja, er kann nur entweder nach R oder nach X plus R mod N fragen. Er muss sich eins von beiden aussuchen. Und da R einfach eine gleichverteilte Zufallszahl aus 0 bis N ist, ist auch R plus X eine gleichverteilte Zufallszahl aus 0 bis N. Das heißt, also es ist quasi so, wie One-Time-Pads auch funktionieren. Bei One-Time-Pads nehmt ihr einen Bitstream und einen zufälligen Bitstream gleicher Länge und dann XORt ihr die. Und wenn eines der beiden Elemente eines XORs Zufall ist, zufällig ist, dann ist der Output von XOR auch immer zufällig. Und genauso ist das hier auch. Das heißt, Victor bekommt einfach in jeder Runde nur so eine Zufallszahl aus 0 bis N und das sagt ihm halt nichts. So. Und deswegen ist das Zero Knowledge. Und so haben wir jetzt quasi ein praktisches Zero Knowledge, interaktives Zero Knowledge Proof Protokoll, was man tatsächlich benutzen kann. Und das Schöne daran ist so ein bisschen, dass, also der Grund, warum ich das schön finde, ist dass diskrete Logarithmen ein bisschen einfacher zu verstehen sind als Hamilton-Graphen, Hamilton-Zyklen. Das war so das andere Beispiel, was dauernd in der Wikipedia stand. Und B, diskrete Logarithmen und diese elliptische Kurvenkrypto, die gleiche Mathe, die wir hier benutzen, wird auch benutzt für tatsächliche aktive, benutzte Krypto-Schemes und Signatur-Schemes. Das heißt, man kann das hervorragend kombinieren mit anderer existierender Krypto, weil man quasi beweisen kann, ich habe einen Private Key, ohne Dinge tatsächlich signieren oder verschlüsseln zu müssen. Da kommt wieder mein... Also, deswegen habe ich darüber nachgedacht, weil mich diese Eigenschaft interessiert für eine fixe Idee, die ich hatte, wo ich aber noch mehr darüber nachdenken muss. Anyway, Anwendungen dafür. Naja, es gibt zwei große praktische Anwendungen, die, glaube ich, die eine ist so Login-Systeme. Da kommt das alles so ein bisschen auch her. Das ist mehr oder weniger, was ich gerade erzählt habe, ist irgendwie, du willst dich bei Google registrieren und dann generierst du einfach so einen zufälligen Integer bei deiner Registrierung und dann beweist du Google, dass du den kennst und dann kannst du in Zukunft dich immer wieder einloggen, solange du diesen Integer kennst, aber ohne, dass du von Google, also wenn, man könnte jetzt auch fragen, warum machen wir nicht einfach sowas wie, du generierst einen privaten Crypto-Key und dann signierst, denn wenn du dich einloggst, benutzt du den, um was zu signieren und beweist damit, dass du den besitzt. Und die Antwort ist, wenn du das tust,
musst du eine muss Google, damit Google sich sicher sein kann, dass du auch wirklich da bist und nicht einfach irgendwie irgendwer einen alten Wert nimmt, muss Google dir halt immer eine Norm schicken. Die müssen halt sagen, signier mal folgenden Wert, den ich gewählt habe, damit ich mir sicher sein kann, dass du nicht irgendwie Dinge manipulierst. Das bedeutet, Google kriegt ein Signier-Orakel auf deinem Private Key, weil dann die schicken dir halt Werte und sagen dir, signier mal diese Werte und die können sie wählen und dann signierst du die und schickst den signierten Wert zurück und dann hat also Google eine Möglichkeit, dich zu fragen nach beliebigem, signier mal beliebige Klartexte und so Orakel sind kryptografisch immer böse, weil so Orakel führen dann manchmal so dazu, A, dass man so Side-Channel ausnutzen kann und B, halt bei vielen Primitiven ist halt, wenn du so Orakel hast, kannst du die dann brechen. Und das heißt, das zu ersetzen durch so einen Zero-Knowledge-Ding gibt uns nochmal so eine Zusatzsicherheit, dass da auch wirklich nichts Dings, weil mit diesem Zero-Knowledge-Ding wählt mehr oder weniger Peggy jetzt aus, welchen Wert sie signiert. Und Peggy kann sich relativ sicher sein, dass sie nicht irgendwie Adversarial-Werte generiert, sondern dass die halt irgendwie sinnvolle Werte generiert. Und dann something Blockchains. Irgendwie Blockchains benutzen, I don't know, keine Ahnung. Ich literally will nicht wissen, wie und warum. Und das war's.